Als erstes möchte ich unsere Software-Technologie vorstellen. Die Software-Technologie, die wir in InnoCube benutzt haben, und das haben wir bereits in anderen Satelliten eingesetzt. Also es ist keine neue Erfindung. Dennoch ist es ein bisschen anderes. Es ist anders, als was man gewohnt ist, was man in anderen Satelliten erwartet, weil wir benutzen wir hier ziemlich moderne Software-Technologie. Es ist ein Framework von Applikationen, und wir bauen auf einem Netzwerk von Applikationen. Wir nennen diese Applikationen Building Blocks, und wir vernetzen diese Building Blocks. Also, wir sagen lieber, RODOS, was wir hier unten benutzen, ist eine Building Blocks Execution Platform. Zum Anfangen will ich erklären, wie das funktioniert. Der Software wird per Komposition gebaut, also wir haben Applikationen. Eine Applikation ist ein geschlossenes, sagen wir von außen gesehen, Blackbox-Konstrukt. Es hat nur Interfaces, womit man mit dieser Applikation kommunizieren kann oder mit diesem Building Block. Es erinnert uns sehr stark an die Hardware-Komponenten. Wenn wir Hardware bauen, dann haben wir Chips. Und diese Chips, man sieht kaum, was drinnen ist. Man hat Dokumentation, man weiß, was es ist, aber man kann nicht reinzugreifen in den Chip. Die einzige Interface sind die Pins. Und die Chips werden auf einer Platine miteinander verbunden, und so hat man eine komplexe Hardware-Funktionalität. Etwas Ähnliches machen wir hier. Wir haben unsere Building Blocks, Software Building Blocks. Intern haben wir viele Komponenten, zum Beispiel Threads, Subscriber, Publishers, Events, Interrupt Servers, Schedulers und viele andere Sachen. Aber davon sieht man nichts. Wir haben eine Spezifikation, und deswegen wissen wir, wie jeder Building Block arbeitet. Um damit zu kommunizieren, haben wir nur diese Interfaces. Und diese Interfaces funktionieren nach dem Prinzip von Nachrichtenübertragung. Also, was wir haben ist eine Publisher-Subscriber-Middleware. Also wir können Nachrichten empfangen, indem wir Topics, später werde ich erklären, was Topics sind, subscriben, abonnieren. Okay, ich sage, ich möchte wissen zum Beispiel Temperatur, Geschwindigkeit, Rotationsgeschwindigkeit. Und jedes Mal, wenn diese Daten irgendwo in dem Software-Netzwerk vorhanden sind, sollte ich sie bekommen, und dann bekomme ich als Applikation eine Kopie von diesen Daten. Dann wird intern in der Applikation etwas bearbeitet, und dann werden neue Informationen publiziert. Das ist der Publisher. Und dann werden diese Informationen weitergegeben, zum Beispiel meine Position in Orbit. Und das wird in dem Netzwerk, Software-Netzwerk, weiter propagiert an alle Applikationen, die diese Daten brauchen. Deswegen wird es gesagt, es ist ein Publisher-Subscriber-Protokoll. Das sind die Interfaces, womit wir die Building Blocks miteinander verbinden. Auf der anderen Seite haben wir Interfaces, um mit dem Betriebssystem zu kommunizieren, mit RODOS. Und da haben wir zwei Richtungen. Einmal, wo wir Events, Informationen vom Betriebssystem bekommen, auch Ressourcen und auch Zeitinformationen, vielleicht auch Interrupts. Und die andere ist, von der Applikation runter zu RODOS, wo wir Anforderungen geben, sowas wie System Calls, und wir können sagen, ich brauche mehr Zeit, oder ich sollte um dieser Zeit aktiviert werden, oder ich möchte bitte schon auf diese Events reagieren. Also die sind die zwei Interfaces zum, sagen wir, Realtime-Betriebssystem, und die hier sind die Interfaces zu den Middleware. Und so funktioniert es. Wir haben diese verschiedenen Applikationen, und sie werden in ein Software-Netzwerk miteinander verbunden. Und hier unten haben wir die Building Blocks Execution Platform. Und so wie gesagt, das besteht aus einem Realtime Core, ein Betriebssystem, und die Middleware, was hier in grün dargestellt wird. Und unten ist die Realtime Core. Wir konnten uns so die Analogie zu Hardware vorstellen. Wir haben die verschiedenen Applikationen, und die Middleware macht die Verbindung von Pin zu Pin, in diesem Fall von Topic oder Port zu Port von den Applikationen, und so können wir komplexe Aufgaben komponieren, indem wir einfache Applikationen zusammen verbinden. So funktioniert es. Ich hatte davor gesagt, alles basiert auf Topics. Topics ist, sagen wir, ein Kommunikationskanal. Man könnte, wenn wir mit Hardware vergleichen wollen, man könnte sagen, ein Hardware-Bus. Wir haben viele Topics in einem Satellit, in einer gesamten Applikation. Einer könnte sein zum Beispiel die Temperatur, die andere die Geschwindigkeit, Rotationsgeschwindigkeit, Spannung, Batterieladung und so weiter. Also, Applikationen können Topics hören, die sind die Subscriber, und sie abonnieren diese Topics. Und die sind diese Verbindungen hier. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn irgendeiner auf diese Topic was publiziert, diese Applikation wird eine Kopie von diesen Daten bekommen,
dice auch und dice auch. Und dann diese Applikation kann etwas berechnen und es wird auf diese Topic publiziert. Und dann schauen wir, wer braucht diese Daten, die auf diese Topic publiziert worden sind, und dann finden wir diese Applikation und dann geben wir diese Applikation eine Kopie von diesen Daten. Und so werden die Sachen zusammen verbunden. Man konnte Topics mit Zeitungen vergleichen. Also ich publiziere in eine Zeitung, ich weiß aber nicht, wer wird es lesen. Und das kann ziemlich dynamisch sein. Meine Aufgabe ist nur, etwas zu berechnen und zu publizieren. Sagen wir meine Rotationsgeschwindigkeit. Und dann publiziere ich meine Rotationsgeschwindigkeit. Das wäre, sagen wir, die Zeitung von Rotationsgeschwindigkeit. Und diese Zeitung wird verteilt in alle, die es brauchen. Also es ist nicht meine Aufgabe zu wissen, wer braucht die Rotationsgeschwindigkeit. Ich sage nur, ich habe es berechnet, hier ist es. Und die Middleware wird diese Zeitung schon an der richtigen Stelle brauchen. Zum Beispiel der und der und der. Alle die wollten aus irgendeinem Grund die Rotationsgeschwindigkeit haben, dann werden sie eine Kopie von dieser Zeitung bekommen. Okay, und nun haben wir das nächste nette Ding. Diese Middleware kann zwischen Knoten gehen. Also hier habe ich einen Knoten A und hier habe ich einen Knoten B. Und dann haben wir verschiedene Applikationen in verschiedene Hardware, Computer, sagen wir. Sie konnten sogar verschiedene Fahrzeuge sein, sie konnten sogar verschiedene Satelliten sein, aber jetzt ist alles nur ein Satellit. Also, aber wir haben viele verschiedene Rechner an Bord von diesem Satellit. Und diese Middleware geht von einem zu einem anderen. Also eine Applikation hier braucht nicht eine extra Vorkehrung zu treffen, ob diese mein Kommunikationspartner bei mir in denselben Knoten ist oder woanders in einer anderen Applikation. Er sagt nur, ich publiziere hier Daten und das Betriebssystem und die Middleware werden dafür sorgen, dass jeder, der diese Daten braucht, eine Kopie von diesen Daten bekommen, auch wenn sie in anderen Rechner sind. Die Middleware ist auf den Hardware, auf den Kernel, auf den Realtime-Kernel und das ist natürlich auf den Hardware-Dependent Layers von dem Betriebssystem und das läuft auf die verschiedenen CPUs. Das gehört aber schon zu Hardware. Okay. Und wie kommt das? Wie funktioniert das? Wie komme ich von einem Rechner zu dem anderen? Hier habe ich zwei Rechner, ein Computer A und ein Computer B. Und hier haben wir diese Middleware, die ich schon beschrieben habe, mit den Topics. Wir haben etwas Besonderes und das ist eine Gateway. Jeder Rechner hat seine eigene Gateway und er kann alle diese Nachrichten, alle diese Topics hören und auch in alle diese Topics schreiben. Er hat auch eine Liste von Sachen, die in anderen Knoten gebraucht werden. Diese Liste kann statisch oder es kann dynamisch sein. Wir können beide Sachen behandeln. Also, er hört auf alle Topics und wenn er findet etwas, das jemand anderes in anderen Rechner braucht, dann nimmt er eine Kopie davon und kodiert es in den Netzwerkprotokoll und dann schickt es zu dem Hardware-Netzwerk. Ein Router, ein Bus, macht nichts. Oder vielleicht sogar wireless, was wir in NanoCube haben. Und dieses Hardware-Netzwerk wird diese Nachrichten weiterleiten zu den anderen Knoten. Dann bekommt diese Gateway und dann untersucht es, was für Nachrichten es ist und dann publiziert es in den passenden Topic. Also hier hat jemand auf einen Topic publiziert, das ist durch den Gateway, durch den Netzwerk, hoch auf den nächsten Gateway, auf einen Topic und dann kommt auf der Applikation, die es braucht, in irgendeinen anderen Knoten. Und ein nettes Ding ist, wir können mehrere von diesen Netzwerken zusammen verbinden. Zum Beispiel, wir könnten ein Netzwerk im Satellit haben und ein Netzwerk auf der Erde. Und jeder davon hat ihre eigene Gateway, weil wir haben hier unterschiedliche Protokolle, andere Protokolle von Satellit zum Boden, als von Knoten zu Knoten, als von Applikation zu Applikation. Also hier wandeln wir die Nachricht, kodieren wir es in den Protokoll, die wir brauchen, zum Beispiel Transmitter zur Erde, zum Beispiel AX25 oder sowas, und dann wird es hier auf der Erde genauso empfangen, dekodiert und auf Applikationen weitergeleitet, die es brauchen. Oder Sachen, die hier auf der Erde generiert werden, dann gehen denselben Weg und dann können in der passenden Applikation, in den passenden Knoten ausgeführt werden. Oder auch in verschiedene Knoten. Zum Beispiel Nachrichten könnten an mehrere Knoten gerichtet sein und dann jeder bekommt eine Kopie davon. Gut, dann abstrakt gesehen haben wir diese Situation. Hier habe ich mehrere Knoten, Knoten A, B und C und ich habe diese Middleware und die Topics gehen einfach durch alle Knoten. Es ist transparent, der Benutzer, die Applikationen brauchen nicht zu wissen, dass hier ein Gateway ist. Sie sehen nur die Topics und sie wissen, diese Topics gehen durch alle Knoten und irgendeiner der Daten von diesem Topic bekommt, wird sie bekommen. Den ganzen Rest ist für die Applikationen transparent.
Etwas Wichtiges möchte ich auch noch erwähnen, werden wir später brauchen. Jede Knoten hat eine Wedgestock-Applikation. Das ist etwas Besonderes, und zwar der Überwach, dass alle diese Applikationen und der Hardware richtig funktionieren. Wenn etwas nicht funktioniert, dann je nachdem, was wie gefährlich oder wie falsch gelaufen ist, kann man ein Local Recovery machen oder vielleicht sogar den Knoten resetten. Und dann startet es nochmal. In der Zeit, als ein Knoten reaktiviert wird, ein anderer kann seine Aufgaben übernehmen. Aber das wird in einem anderen Kapitel behandelt, das ist in dem Kapitel von Redundanzmanagement. Okay, gut. Und nun schauen wir die Netzwerk von Applikationen von InnoQ. Das war ziemlich generisch, wie ROS funktioniert, wie unsere Applikationen funktionieren, die Verteilung von Nachrichten, und jetzt sehen wir extra für InnoQ. Apropos, es ist nicht nur InnoQ, sondern dieselbe Struktur haben wir bereits in anderen Satelliten benutzt. Also, es ist bereits erprobt. Also, wir haben ein Building Blocks Netzwerk von Applikationen. Jetzt reden wir von Software und nicht von Hardware. Passen Sie auf. Wir haben wichtige Topics, die überall sein müssen. Zusätzlich können wir andere Topics haben für besondere Applikationen, für Applikation zu Applikation, aber das ist die Infrastruktur von jeder Satellit. Auf diesen Topics haben wir viele Applikationen. Die werden in der Dokumentation genau detailliert und Input-Output-Manager. Aber so schauen wir nur, was sind diese Topics, zu denen fast jede Applikation Zugriff hat. Eins davon ist die Anomaly Reports. Also, jede Applikation, die etwas findet, das nicht in Ordnung ist, kann es publizieren und sagen, hier habe ich etwas gefunden, das nicht in Ordnung ist. Was damit passiert, ist nicht mehr seine Aufgabe. Die Aufgabe ist nur zu erkennen, bei mir stimmt etwas nicht, also ich melde es. Und dann wird es in diesem Topic publiziert und jemand anderes wird das hören. Zum Beispiel Housekeeping, er will wissen, alles was schiefgegangen ist, und seinen Operator zu melden. Oder den Watchdog, die Überwachung von den Knoten, will wissen, ups, jetzt ist etwas so schlimm geschehen, ich muss den Knoten resetten, zum Beispiel. Oder vielleicht nur eine Applikation, die nur Statistiken führt. Also, wer das liest, ist für die Applikation egal. Er sagt nur, ich habe etwas Seltsames gefunden, wer kann etwas damit anfangen? Dann haben wir ein anderes Topic, das heißt ein Alive. Und zwar, um zu wissen, dass alles noch funktioniert, muss jede Applikation, wichtige Applikation, ein Alive-Nachrichten schicken. Also periodisch sieht er, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Dieser Topic wird von dem Watchdog gehört. Und wenn er erkennt, diese Applikation hat sich schon seit langem nicht mehr gemeldet, ich frage nach, was ist los? Und wenn es wirklich nicht mehr funktioniert, dann müssen wir den Knoten resetten. Dann haben wir Topics für Telemetrie. Wir haben hier zwei Sorten von Telemetrie. Real-Time-Telemetrie. Und zwar diese Telemetrie, falls wir eine Verbindung zur Erde in diesem Augenblick haben, dann wird sofort zum Transmitter geschickt und geht sofort zur Erde. Es konnte sein, der Operator fragt etwas zum Satellit. Zum Beispiel, geben Sie mir den Zustand, den internen Zustand von dieser Applikation. Dann, das wird in Real-Time-Telemetrie publiziert und das wird von dem Downlink-Manager gehört und sofort zur Erde gemessen. Auch eine Zusammenfassung, die Standard-Telemetrie. Da publizieren alle ein Stückchen von ihrem gesamten Zustand. Es gibt eine Applikation, die alles das zusammenbaut. Ein bisschen Information von dieser Applikation, von dieser. Dann machen wir den ganzen Zustand, wichtigsten Zustand von dem Satellit. Das macht der Housekeeper und dann schickt es als Realtime zur Erde. Dann haben wir die Telemetrie-History. Dies ist Sache, die ich nicht jetzt sofort zur Erde schicken muss. Oder falls ich noch keinen Kontakt in diesem Augenblick zur Erde habe, dann wird alles protokolliert in den Speichern in den Satellit. Also ich kann Sachen schicken, die ich sage, der Operator braucht nicht sofort zu wissen, aber Speicher, später konnte er es brauchen. Und das ist die History. Und später konnte der Operator fragen, sagen Sie mir, was vor 10 Minuten geschehen ist, oder schicken Sie mir die History, alles was geschehen ist, als wir keinen Kontakt haben. Gut, und dann natürlich haben wir die Kommandos. Die Kommandos ist die andere Richtung. Der Operator sagt, bitte dreh dich nach rechts, mach Batterie an oder schalte dieses Gerät an und aus, etc., etc. Und diese Kommandos werden in diese Topic verteilt. Also, der Empfänger erkennt, es ist ein Kommando und dann wird es hier publiziert und die Applikation, die es braucht,
wird es ausführen. Unter Umständen der Kommando generiert auch Telemetrie. Gut. Und nun die gesamte Applikation. So sieht es aus. Wir haben die verschiedenen Applikationen. Zum Beispiel, wir haben einen Downlink Manager, einen Monitor, einen Watchdog, einen Housekeeper, einige davon hatte ich schon erwähnt, einen Time Manager, einen Data Mass Memory Manager, Commander und viele andere Applikationen. So wie gesagt, die Applikationen werden in andere Handbuch behandelt. Hier haben wir die Topics, die ich davor beschrieben habe, und hier habe ich die Gateway. In dem Fall von InnoCube haben wir etwas ganz Besonderes. So wie gesagt, wir haben ein Wireless Netzwerk. Die Gateway hat dann ein Link-Interface zu diesem Radiokommunikationslink. Und das ist durch ein FIFO. Ich kann nicht übertragen, wann immer ich will. Das kommt später in andere Kapitel. Ich bekomme Slots, Zeitslots, wann ich übertragen will. Also diese Middleware hört alles, überträgt nicht sofort, sondern schreibt in den FIFO und dieses Interface wartet, bis er den Slot bekommen hat, wann er senden will oder kann. Und dann holt er sich von den FIFO die Daten, die er senden muss, und dann werden gesendet. Genau das gleiche, wenn Sachen kommen, die kommen nicht in den FIFO, die können direkt sofort in den passenden Topics weitergeleitet werden. Okay, wie funktioniert das? Was sind diese Topics? Ich habe zum Beispiel den Anomalie-Reporter. Ich hatte gesagt, jede Applikation darf melden, wenn etwas nicht funktioniert. Und diese Anomalie-Reporter können wir sehen, wer hört davon. Hier finden wir eins, und das ist der Monitor, die Monitor-Applikation. Also die Monitor-Applikation wartet, bis etwas nicht in Ordnung ist, und dann wird es protokolliert. Wer noch hört, hier können wir sehen, der Watchdog hört auch. Und wenn er findet, da ist eine Anomalie, die richtig daneben ist, dann unter Umständen müssen wir den Knoten resetten. Dann haben wir diese andere, die ein Alive. Da können Sie sehen, alle Applikationen, wichtige Applikationen, senden periodisch die ein Alive. Wer hört auf einem Alive, suchen wir, das ist der Watchdog. Und er wartet und schaut, ob alle sich periodisch melden, dann macht er nicht. Oder wenn eine wichtige Applikation nicht mehr reagiert, dann müssen wir den Knoten resetten. Okay, dann haben wir diese, die Real-Time History, die Real-Time Telemetrie und die History Telemetrie. Also, jede Applikation kann da schreiben und die werden von den Housekeeper gelesen. Wo ist der Housekeeper? Hier ist der Housekeeper. Also, hier können wir sehen, leider die Linien sind nicht deutlich zu sehen, tut mir leid, aber der Housekeeper hört diese beiden Topics. Hier haben wir ein Stück Memory. Die Sache Realtime wird sofort zum Transmitter geschickt. History Housekeeping wird zuerst in diesem Speicher gespeichert. Und erst, wenn der Operator sagt mir, was ist geschehen, dann wird davon gelesen und dann zum Transmitter weitergeschickt. Und wir haben hier die Standard Telemetry Request. So wie ich davor gesagt habe, in der Standard Telemetry sammeln wir die Substanz von dem gesamten Satellit in einen Record. Also ein bisschen Information von jeder Task, wo jeder sagt das Wichtigste, sodass der Operator in einen Blick sehen kann, ob alle Applikationen richtig funktionieren oder eine macht etwas Faules, dann kann extra diese Applikation fragen und sagt, gib mir Extended Telemetry, sag mir ein bisschen mehr, was ist bei dir intern los. Ansonsten die Zusammenfassung von dem gesamten Zustand von dem Satellit wird hier publiziert in den Standard Telemetry. Das wird dann getriggert von der Housekeeper. Der Housekeeper sendet einen Request in diesen Bus und das lesen alle. Jeder antwortet mit seinem Stückchen Telemetrie. Hier wird der gesamte Rekord zusammengebaut. Wenn wir Verbindung zur Erde haben, dann wird es sofort geschickt. Und wenn nicht, dann wird es in der History gespeichert. So der Operator kann der gesamte Zustand des Satellits irgendwann später sehen, auch wenn wir keinen Kontakt hatten. Okay. Und hier haben wir den Telecommands Topic. Auch ein ganz wichtiges, hier werden die Kommandos verteilt. Wir haben zwei Sorten von Kommandos. Immediate Kommandos, also sie kommen, sagen wir, von dem Radio Link, von dem Transmitter, und sie werden gleich hier verteilt. Die Applikation, die es braucht, wird es sofort ausführen. Oder wir haben die Time Text Kommandos. Die werden später ausgeführt. Und zwar, diese Kommandos werden hier in den Time Command Manager gespeichert. Also, alles, was nicht sofort ausgeführt werden soll, wird hier in diesen Speicher gespeichert. Und dieser Time Command Manager schaut die Zeit von allen Kommandos, die er gespeichert hat. Und wenn die Zeit gekommen ist von einem von diesen Kommandos, dann nimmt er es
von diesem Speicher und verteilt es in den Command, in den Command Topic. Also für die Applikation, die es bekommt, macht keinen Unterschied, ob das Kommando sofort jetzt gleich gekommen ist von dem Operator oder ob das Kommando hier gespeichert war. Es wird genauso wie die anderen Kommandos zu dem richtigen Zeitpunkt verteilt. Und so funktioniert das gesamte Software-Netzwerk in jedem Satellit, den wir bauen, oder in InnoCube in diesem Fall. Gut. Und nun, wir hatten viel von der Kommunikation gesprochen und wir hatten auch erwähnt, wir haben einen Real-Time-Kern, die richtige Zeit der Ausführung von den Applikationen. Also sagen wir das Betriebssystem, das unterliegende Betriebssystem. Schauen wir, das funktioniert. So wie gesagt, in all diesen Sachen haben wir versucht, alles so einfach wie möglich zu machen. Sowohl Applikationen wie Middleware, alles basiert auf dieser Real-Time-Core von Rodos. Okay, wie funktioniert das? Was wollen wir zuerst mit diesem Kern? Was wir wollten, was wir immer wollen, ultra hohe Verlässlichkeit und was ich davor gesagt hatte, unser Ziel ist Design to Survive. Also unsere Maschinen sollten überleben. Und dafür haben wir drei Konzepte, die das erlauben. Zuerst, wir haben die Fall Prevention, also wir wollen wenige Fehler im Code haben. Und der Schlüssel dafür ist, alles sollte einfach programmiert werden. Natürlich, alles ist richtig getestet, aber ein Stückchen wichtiger Teil ist, alles sollte einfach programmiert werden. Also, das ist der Beitrag von der irreduziblen Komplexität bei der Implementierung von Rodos. Okay. Dann das andere Ding ist Fault Tolerance. Wir können nicht so tun, als ob es niemals kaputt gehen wird. Wir wissen, irgendwann wird jedes Ding ausfallen. Also, zu versuchen, dass es niemals ausfällt, es ist zwecklos. Es wird ausfallen. Also, unsere Strategie ist, seien wir lieber bereit. Wir wissen, es wird ausfallen, also es sollte keine Überraschung sein. Alles, was wir machen und programmieren, geht davon aus, irgendwann wird es ausfallen. Und dann müssen wir bereit sein, diesen Ausfall zu handeln. Dafür benutzen wir Redundanz und was wir nennen Ultra Fast Recovery. Also sagen wir, das ist die Timeline von zwei Knoten oder zwei Applikationen, die redundant arbeiten. Sie arbeiten eine Weile und dann fallen sie aus. Irgendein Fehler ist aufgetreten. So wie gesagt, vielleicht dauert es ein Jahr, vielleicht einen Monat, vielleicht eine Woche, weiß ich nicht, aber eins ist sicher, es wird ausfallen. Okay, der beste Fall ist, hier diese Applikation arbeitet, die redundante Applikation arbeitet auch, und hier haben wir einen Ausfall. Zack. Aber es ist nichts verloren, diese Applikation funktioniert nicht mehr, aber die redundante Applikation merkt, ups, mein Partner funktioniert nicht mehr, ich übernehme die Aufgabe. Und dann von außen gesehen ist nichts passiert. Die Aufgabe wird weiter ausgeführt. Und etwas ganz Wichtiges ist, denn Ausgefallene muss sofort wieder gestartet werden. Das ist, was wir nennen Ultra Fast Recovery. Wir sind in der Lage, einen Crash von einem Rechner mit Initialisierung und alles unter halbe Sekunden zu machen. Also, wenn ein Rechner abgestürzt ist, in weniger als halbe Sekunde, vielleicht in 100 Millisekunden, ist es wieder betriebsbereit, kann die Aufgabe übernehmen, unterhält sich mit den anderen, die nicht noch läuft, synchronisiert seine Daten und dann ist es bereit, um die Aufgabe zu übernehmen. Und dann haben wir ganz interessante Demonstratoren, wo wir zeigen, wir können Resets auf die Knoten drücken und sogar zweimal pro Sekunde kann man verschiedene Knoten resetten und trotzdem das gesamte Netzwerk hält seine Aufgabe, weil jeder wird sofort wieder gestartet und in der Zwischenzeit ein anderer übernimmt die Aufgabe. Und das, die reduzible Komplexität, spielt auch eine Rolle. Ganz einfache Software kann ziemlich schnell starten und schnell die Aufgaben wieder aufnehmen. Ganz komplexe Software braucht ganz lange, bis er wieder betriebsbereit ist. Also hier hat sich gelohnt, die reduzible Komplexität und hier auch. Und hier ist die Redundanz. Ich wollte auch einen schlechten Fall zeigen. Hier hatte ich einen Ausfall. Und aus irgendeinem Grund konnte er nicht repariert werden. Es war vielleicht ein richtig Hardware-Ausfall, also er konnte nicht nochmal gestartet werden. Also jetzt laufen wir ohne Doppelboden, ohne Redundanz. Und dann haben wir hier einen Ausfall. Auch wenn er sofort gestartet wird, haben wir einen Augenblick, wo wir die Kontrolle verloren haben. In dem Fall von einem Satellit ist das nicht so kritisch. Da haben wir
keine Missionen, wo wir die Kontrolle vielleicht halbe Sekunde verlieren, wir einen Unfall haben. Also für Satelliten ist das nicht kritisch. Aber sagen wir, wenn wir ein Lander hatten und gerade in den Augenblick von den Landen diese Situation passiert, dann könnten wir die Mission verlieren. Also für diesen Fall haben wir andere Lösungen. Aber für Satelliten, so wie gesagt, eine Sekunde ohne Kontrolle ist die Welt nicht zusammengebrochen. Und nun, wir konnten ganz komplexe Lösungen machen, sodass das auch nicht passiert. Aber wir hatten gesagt, nicht mehr als nötig. Wenn wir es einfach machen können und es reicht, dann machen wir es einfach. Und das in einem Satellit tut nicht weh. Okay, nun, wie funktioniert intern in der Zeitmanagement in Rhodos? Wir haben verschiedene Applikationen, also wir haben ein Multithreading-Betriebssystem. Wir haben viele Applikationen, die zusammenarbeiten und noch etwas Wichtiges. Jede Applikation intern konnte verschiedene Threads haben. Also viele, vielleicht 100 Threads, können gleichzeitig arbeiten. Scheinbar gleichzeitig. Und dann haben wir ein präemptives Betriebssystem. Und die Threads werden nach Priorität gesteuert. Der oberste hat die höchste Priorität und die unterste hat die niedrigste Priorität. Der mit der niedrigsten Priorität ist unser Idle Thread. Er verbraucht einfach die CPU-Zeit. Wenn keiner was zu tun hat, dann macht er Sachen, die nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, wir konnten den ganzen Speicher nach Bitflips untersuchen. Also wenn keiner die CPU braucht, dann gehen wir den ganzen Speicher und suchen wir, ob irgendwo gibt es eine Verfälschung von den Daten. Und dann können wir diese Daten korrigieren, bevor man sie braucht, zum Beispiel. Okay, und so funktioniert es. Eine Applikation läuft, wie sie sagt, jetzt brauche ich nicht mehr die CPU, ich kann eine Pause machen. Und dann kommt der Scheduler und sucht, wer wäre der Zweite, der die CPU braucht. Und dann findet er der Zweite hier und dann nimmt er die CPU. Und auf einmal diese sagt, um diese Uhrzeit möchte ich weiterarbeiten. Die Zeit ist schon gekommen. Das ist die Timeline. Der wollte weiterarbeiten. Dann benutzen wir Preemption. Auch wenn er weiterarbeiten möchte, aber es gibt einer, der wichtiger ist, dann wird er unterbrochen. Der bekommt die CPU, macht, was er machen muss, wie er sagt, ich bin fertig, jemand anderes kann weitermachen und dann gehen wir weiter mit dem Thread, das unterbrochen worden ist. Wie er wieder sagt, ich brauche nicht mehr, jemand anderes kann arbeiten, dann schauen wir, wer ist der Nächste, der die CPU braucht und niedrige Priorität hat. Und dann finden wir den. Und wenn keiner mehr hat, dann rutschen wir bis um den Idle Thread und dann können wir diese Applikationen machen, zum Beispiel Speicher prüfen. Bis einer, der wichtiger ist, sagt, jetzt will ich wieder. Meine Zeit ist gekommen. Dann haben wir wieder Preemption, wir suspendieren und der wird aktiviert. Gut, auch für diese Methoden haben wir versucht, die einfachste Lösung zu finden. Normale Betriebssysteme haben viele FIFOs, sie haben viele Threat-Management-Probleme, sie haben komplexe State-Maschinen. Wir haben es ziemlich einfach gelöst. Wir haben die Zeit und alles wird von der Zeit gesteuert. Die Zeit fängt irgendwo bei Null und geht weiter bis, was wir nehmen, End of Time. End of Time ist ein Overflow von unserem Zeitcounter und das sind ungefähr 150 Jahre. Wir gehen davon aus, keiner von unseren Maschinen wird 150 Jahre ununterbrochen arbeiten, also macht nichts. End of Time bei uns ist 150 Jahre. Okay, und dann haben wir diesen Time Pointer, das heißt Now. Das ist mein jetziger Zeitpunkt und das geht dann einfach durch die Zeitskala weiter und weiter und weiter in Schritten von einer Nanosekunde. Also ziemlich feine Auflösung. Und für das ganze Management von welcher Thread will arbeiten oder welche wird suspendiert, benutzen wir nur eine einzige Variable und die heißt suspendiert until. Suspend until. Und das sagt, wann jeder Thread nochmal arbeiten oder weiterarbeiten möchte. Zum Beispiel, einer könnte sagen, ich will um 12 Uhr weiterarbeiten. Der andere könnte sagen, zum Beispiel, ich will um 13 Uhr weiterarbeiten. Und dann kommen sie hier, das sind die rot markierten, zu diesem Zeitpunkt. Und dann gehen wir mit der Zeit weiter. Und wenn wir schauen, es ist 12 Uhr, wer will um 12 Uhr arbeiten, dann finden wir diesen, sagen wir, der Grüne wäre schon da. Und dann, der kann schon aktiviert werden und dann arbeitet er. Und dann haben wir die Grüne, deren Time Until ist schon in der Vergangenheit, die sind bereit zum Arbeiten. Und welche sollte aktiviert werden von denen, die ihre Zeit zum Ausführen in der Vergangenheit liegen, das wird per Prioritäten entschieden, so wie ich davor gezeigt habe. Und alle anderen, die in der Zukunft arbeiten möchten, da werden sie nicht berücksichtigt.
und sagen wir, einer wird nicht suspendiert zu einer bestimmten Zeit, sondern bis ein Ereignis passiert. Dann wird es suspendiert bis End of Time, in 150 Jahren in der Zukunft. Also von Zeit wird er nicht mehr aktiviert, sondern er wartet zum Beispiel auf einen Event. Etwas muss passieren. Und wenn das passiert ist, dann setzen wir die Zeit von diesem Thread, sagen wir, auf Null oder irgendwas in der Vergangenheit, und dann kann dieser Thread weiter ausgeführt werden. Also wir haben eine richtig einfache Lösung für dieses komplexes Problem von den Schedulen, Real-Time-Scheduling von Threads. Gut. Und nun etwas ganz Nettes, das wir in Rodos benutzen für die Anwendung. Rodos kann auf verschiedene Hardware funktionieren, zum Beispiel auf ARM, verschiedene Versionen von ARM. Sie wissen schon, es gibt einen ARM-Prozessor oder eine ARM-Architektur, aber es gibt ARM 4, 6, 9, 11, wer weiß wie viel. Es gibt Cortex, alles heißt ARM, aber sie sind ein kleines bisschen unterschiedlich. Es gibt auch andere Prozessoren, die sehr oft im Weltraum vorkommen, zum Beispiel der Leon, es ist hier, eine oder PowerPC, und wir haben eine Hardware-Dependent Layer auf Rodos. Also von den Kernel, bis Middleware, bis Applikationen, alles das ist Hardware-unabhängig. Wir brauchen nur diese Hardware-Dependent Layer für den passenden Prozessor zu implementieren, und dann können wir genau das Gleiche auf verschiedene Prozessoren ausführen. Also, wenn wir jetzt für unsere InnoCube entwickeln, es ist eine ARM-Architektur, und danach eine nächste Version kriegen, der eine Leon-Architektur haben soll, für Kernel bis ganz oben hat sich nichts geändert. Wir brauchen nur diese Hardware-Dependent Layer nochmal zu implementieren, dieses Mal für den Leon, was wir apropos schon haben, und dann bringen alles auf diese Plattform, und dann läuft alles genauso wie davor. Gut, das ist nicht ganz besonders. Viele Betriebssysteme machen das. Ganz besonders ist, diese Hardware-Dependent Layer kann auch auf andere Betriebssysteme ausgeführt werden. Und das ist, was wir für die Entwicklung benutzen. Wir entwickeln sehr gern unter Linux, und dann haben wir diese Hardware-Dependent Layer auf Linux. Und dann können wir alles das, was hier auf den Prozessor am Ende ausführen soll, zuerst auf Linux testen, erproben, und dann können wir viel einfacher testen und viel intensiver testen, ohne Probleme und alle diese zeitintensiv Sachen zu haben, laden, starten, und ich habe wenig Hardware, ich muss warten. Jeder Entwickler kann in seinem Laptop alles ausführen, und es verhält sich genauso wie auf den richtigen Hardware. Und diese Einfachheit für den Testen, das gibt uns zusätzliche Sicherheit, weil es ist so einfach zu testen, man kann es bei jedem Schritt nochmal machen. Jedes Mal, wenn etwas integriert wird, etwas eine Änderung, wir haben ein Continuous Integration Tool, es wird nochmal kompiliert und es wird ausgeführt, zum Beispiel auf Linux, und dann sehen wir, wenn etwas schiefgegangen ist, erkennen wir es sofort, und wir müssen nicht warten, bis alles nochmal integriert ist und in den Hardware ausgeführt wird. Gut, und das war das Thema von unserer Software-Technologie. Die nächsten Themen kommen noch.